Bürgermeister der Stadt Klingenberg. Also auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Ich komme immer wieder sehr gerne zu Ihnen, Herr Hoffmann, weil es immer irgendwo eine Exklusivität darstellt. Das Schöne hier bei diesen Ausstellungen ist immer, es ist so etwas Familiäres mit dabei. Weil, das ist auch etwas ganz Wichtiges, Sie uns ja in Ihr Haus lassen. Wir dürfen Sie besuchen und Sie haben immer eine kleine Überraschung für uns, wie zum Beispiel jetzt diese Keramik hier an der Wand. Gerade bei uns, die Stadt Klingenberg, die ja für Keramik bekannt ist, durch die Dekoramik, die frühere Albertwerke, da haben wir ja auch Fliesen hergestellt. Es wäre natürlich jetzt ein Affront, wenn ich sagen würde, schöne Fliesen haben sie an der Wand. Das soll damit natürlich nicht ausgedrückt werden. Allerdings, was ich da damit sagen will, ist, auch wir haben eine Bindung zu solch einem Kunstwerk, Keramik hier bei uns. Also von daher kann es eigentlich nichts Schöneres geben, als eine Ausstellung von Keramiken hier bei uns mitten in Klingenberg. Und dafür danke ich Ihnen recht herzlich auch im Namen der Stadt. Und es freut mich immer wieder, wenn ich Ihre Einladungen bekomme und dann hierher gehen kann. Ja, Anlass ist eigentlich dieses keramische Panel, das Sie da links in der Wand sehen. Das ist eine sehr spezielle Arbeit von einem berühmten brasilianischen Universalkünstler Roberto Olimarx. Frau Dr. Karin Magno-Lisboa wird im einführenden Leben und Werk von Roberto Olimarx. Sie ist Professorin an der Universität von São Paulo, Universidade de São Paulo, und hat an deutschen Hochschulen verschiedene Lehraufträge in der Geschichte, also als Geschichtsprofessorin, und sie wird uns kompetent in das Leben und Werk von Roberto Olimarx einführen. Roberto Olimarx, wer ist dieser Mann? Ein Universalgenie, der Erfinder der tropischen Moderne, ein Umweltaktivist avant la lettre. Olimarx war das alles und noch etwas mehr. Seine vielfältigen Talente widerspiegeln sich in der Vielfältigkeit seiner Ausdrucksform. Als Bühnenbildner, als Textil- und Schmuckdesigner, als Bildhauer, als Graf- und Landschaftsarchitekt und at last but not least als Maler. Hier haben wir dieses wunderbare, titellose Werk, ein Unikat, was direkt aus dem Heimatort von Olimarx stammt, nämlich die Millionenstadt São Paulo. Ich habe den Siegfried Kaltner vor zweieinhalb Jahren kennengelernt. Das heißt, ich habe seine Arbeiten kennengelernt in einer Ausstellung im neuen Aschaffenburger Kunstverein. Da war er vertreten mit einer plastischen Skulptur. Ich wurde das angeguckt, das ist erst gar nicht verstanden. Das war so ein Ding aus Aluminium, Stahl, Acrylglas. Und erst bei genauerem Hinsehen stellte ich
fest, dass sich das bewegt, das oszillierte, es kontrahierte und hat sich dann erweitert.